Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge hier im verregneten Midnight Hollow, würde ich fast schon sagen. Forgotten Hollow. Die Welt aus dem Vampire Gameplay Pack und unsere Vampires, um die geht's heute auch wieder. Ja, nach der letzten Folge, wo wir hier die Ruby umgestylt haben. Oh Mann, heute geht's wieder los. Ja, die Ruby, die haben wir zurückverwandelt in einen Menschen. Den Vampirismus, den Vererbten, haben wir geheilt durch eure Umfrage. Und heute würde ich sagen, geht's mal um unsere Violet hier, ja. Weil die braucht hier noch auf jeden Fall Kraftpunkte, damit wir die zurück zum Leben erwecken, ne, quasi als normaler Sim weg vom Geist. Sonnenresistenz möchte ich bis dahin schaffen und das ist noch ein bisschen weg. Wir müssen auf jeden Fall mal leveln. Sind hier kurz vor dem Stufenaufstieg. Ja, kannst du mal mit der Mama hier vielleicht Vampirtraining machen oder so. Wie wäre das denn hier? Komm, Mama, Vampirtraining. Das bringt auf jeden Fall was und wir müssen noch die Vampirbücher lesen. Alte Kräuterhexe. Jetzt geht's weiter. Nach dem Kräuterlernen wird jetzt hier der Vampirismus gelernt. Die Vampir-Saga-Fähigkeit hier. Oh, der ultimative Vampir. Wir hatten noch die anderen Bücher. Wo sind die denn? Rubber, hier musst du lernen, Mädchen, ja? Hier gibt's bloß sehr gut. Moobskinner, hier. Oh, du musst was trinken hier, unsere Violet. Die hat voll Durst. Die darf aber nur von Sims trinken, ne? Wir haben das Rudel hier eingeladen von Blue. Wo ist es denn? Blue, wo ist dein Rudel? Dein Rudel. Ja, die kannst du nicht absaugen, Violet-Mädchen. Jetzt könntest du deine Schwester absaugen. Wie böse das wäre. Manometer, das ist ja das Opfer hier, unsere Müll-Rausbringerin. Du musst voll pieseln, geh mal auf Flo. Oh, die Stereo ist schon wieder kaputt. Blue, mach mal ganz reparieren. Was, Teile recyceln, das geht auch? Das ist ja toll, das wusste ich gar nicht. Violet ist jetzt Obervampirin. Sie wird in der Nacht stärker, erlernt neue Vampirkräfte. Uiuiui. Jetzt haben wir schon der Next Level hier. Mhm. Was können wir denn machen jetzt? Hier wird am Abend stärker. Wir haben 11 Punkte. Ist ja mal gut. Schneller Fähigkeiten erlernen. Ja, das ist nicht so schlecht. Komm, dann machen wir das einmal. Hier, oh, wir müssen noch eine Schwäche annehmen. Die dürfen wir nicht annehmen, weil die widerspricht hier Sonnenresistenz. Uiuiui. Der Durst von Violet wird beim Trinken weniger effektiv gestillt. Ja, das ist schlecht. Normale Nahrungsmittel zu sich nimmt. Ja, dann machen wir das hier vertrockneter Magen, oder? Kann nur ein sehr eng schlafen. Unruhiger Schlaf. Wir machen mal vertrockneter Magen. Die soll nicht normales Krams hier essen. Würde ich mal sagen. So. Mädchen, du musst jetzt ein bisschen was lernen. Du musst hier ein bisschen was lernen. Hey, was macht ihr am Computer von uns? Uiuiui, dieses Gewitter. Vampirgeheimnisse. Nach Informationen über Vampire suchen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann können wir mal gucken, ob es die Bücher noch gibt hier. Lesen. Lesen. Band 2, glaube ich, ne? Fangen wir mal an. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was hier gelernt. Vampirsaga 6. Dann müsste es Band 2 hier klappen, oder? Ja, hier gibt es auch wieder Plus. Das müssen wir jetzt hier hochleveln. Eieieiei, das dauert noch ein Weilchen hier. Oh, mir geht's so schlecht. Du musst unbedingt was trinken. Ist die, ne? Die kann man hier nicht trinken. Das sind alles Vampire. Die hat Blue schon verwandelt, Blue. Können wir irgendjemanden einladen? Wir könnten ja mal die Lila einladen. Mal gucken, ob die kommt. Aber ich glaube, die kommt nicht, weil mit der ist ja voll Stress. Probier das mal. Oder Blue, ruf du mal die Lila an. Vielleicht kommt sie dann wegen dir. Oh, wie fies. Dein Schwesterherz hier. Die ist ein bisschen im Fight hier. Violet kennt nun alle im Internet verfügbaren Informationen. Die muss die Vampirbücher bestellen. Ja, das ist mal eine Ansage. Dann mach das doch. Mach das mal. Komm, Vampirbücher lesen. So, Rosie, wer ruft dich an hier? Joaquin hier, was? Ich habe gehört, dass eine Clip-Party. Nee. Ja, jetzt geht's aber wieder los hier. Monchi. Blue, wie sieht's bei dir aus? Machst du was mit deinem Rudel? Wir müssen bei dir auch mal gucken, dass ihr euch nochmal ein bisschen besser hier anfreundet. Gruppenpunkte bekommt vor allen Dingen. Dann können wir uns neue Vorteile kaufen. Handschlag haben wir auch schon festgelegt. Hier, Gruppenerweiterung brauchen wir erstmal nicht. Gemeinheitsbonus. Was machen wir denn? Romantigkeit, Freundlichkeitsbonus. Was nehmen wir denn? Es wäre gut, wenn es hier die Vampirsaga-Fähigkeit gäbe oder so. Dann könnten wir die Violet auch noch mit einladen. Aber das gibt's hier gar nicht. Schauspielen-Boost. Alles Boosts hier gibt's, nur nicht Vampirismus.
Aber schlecht, oder? Bin ich zu blöd hier? Nee, Kräuterkunde. Haben wir alles, ne? Erziehung, ja. Salvadorianische Kulturfähigkeit. Hm. Ja, dann warten wir noch. Dann sparen wir noch. Auf was sparen wir überhaupt? Kapazitätserweiterung, Freundlichkeitsbonus. Das ist gut. Ja, die müssen ja auch freundlich sein. Dann kriegen die nochmal einen Freundlichkeitsbonus. Machen wir das. Hier. Gesellig. Freundlich sein zu jedem. Wir sind ein freundliches Vampirrudel. So, dann machen wir hier ein bisschen über Regen beschweren. Oh, da habe ich da die Ruby auf dem Klo erwischt. Na toll, Ruby, heute ist nicht dein Tag. Ich bin schon fertig, komm, geh mal was essen hier. So, und du lernst hier fleißig, hoffe ich mal, ne? Ja, ich muss irgendwas beißen hier. Ja, und meditieren musst du auch. Meditation. Voll creepy heute, ne, mit dem Gewitter. Bam, bombastisch, würde ich mal echt sagen. Können wir da irgendwelche Sims hier beißen? Wir können da hinflattern. Im Gewitter ist immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, als Geist kannst du eh nicht mehr sterben, oder? Da irgendwelche Opfer auf dem Klo. Kann jemand gesehen, kurz. Da ist jemand, guck mal. Ah, das ist ein Kind, schade. Was ist denn das? Können wir den anklicken? Lilly. Ja, da ist nichts los heute, ne? Bei dem Pisswetter hier, muss man schon sagen. Hier ist noch jemand, aber die ist wahrscheinlich auch wieder ein Vampir. Oder? Mitsuki hier. Vampir, Plasma trinken. Zu einem ausgiebigen Trank nötigen. Ich bitte darum. Ja. Lass mal. Ach, scheiße, jetzt habe ich das Falsche abgehäkelt hier. So, nochmal. Auf ein neues. Schön in der Pause. Plasma trinken. Ausgiebiger Trank hier nötigen. Ich glaube, das zählt auch sogar für den Vampiraufstieg. Und du liest Yoga-Bücher. Analysieren. Was müssen du noch machen für den Job? Berichte ausfüllen. Schon wieder. Ja, dann mach mal die Berichte. So, schreiben. Nee. Web ist das wieder. Ne, Berichte ausfüllen. Was tut man nicht alles als Gebietsleiterin in der Bürokarriere hier? Businessfrau. Rose ist jetzt die Frau hier. Aha. Mann, wie geht's dir? Hast du Burger gemacht? Ja, aber nicht zum Essen rufen, sonst kotzen die anderen. Gericht nehmen. Oh, du Arme, bist voll durchnässt. Kannst du was essen? Und dann würde ich sagen, gehst du in die Badewanne. Aber du bist ja volle Kanone hier. Wow. Violet hat neue Pflanzen entdeckt. Wo ist jetzt Pflanzen entdeckt, Violet? Was machst denn du jetzt? Wieso läufst denn du? Du musst doch hier... Was mache ich hier draußen? Du musst doch hier flattern, Mensch. Flatter. So. Violet hat gelesen, dass Vampire geheilt werden können. Sie kann jetzt vielleicht mehr erfahren, wenn sie ihre Forschung nicht fortsetzt. So, er steckt cool hier in die Fresse. Yes. Yes. Aha. Das heißt, ich auch rum hier in der Vampirwelt selber schuld. Kommt die Lila jetzt eigentlich? Blue, hast du die angerufen? Schläft wahrscheinlich, oder? Komm, frag nur mal, ob sie kommt. Lila. Plaudern. Ist bereits in der Nähe, ja gut. Wow. Aha, jetzt hast du wieder Energy hier, oder? Mhm. Jetzt kannst du noch ein bisschen Meditation machen. Nach drinnen laufen. Wasser. Ist doch egal bei dir. Komm mal, dunkle Meditation. Du armes Mädchen. Hab mir dir nach drin. So. Passt voll gut zu deiner Frisur, so ein bisschen indischer Touch haben wir da, oder arabisch, ne, wegen dem Halbmond. Das war's schon, das ging jetzt aber schnell. Komm, dann lernst du da mal dein Buch hier weiter. Ja, wir müssen das hier hochleveln, Mädchen. Guck mal, wir haben schon voll viel geschafft heute, voll gut. Komm, das kriegst du hin. Du, was macht ihr? Oh, rumknutschen. Ist aber schlecht für den Ruf. Hier habe ich gerade gesehen. Wieso ist das schlecht für den Ruf? Über Gewitter beschweren.
So anstellige wieder hier. Beste Freunde werden. Aber nicht, ist das dann wieder hier so Anti-Heirat? Ich hoffe doch nicht. Liebevoll umarmen. So, das haben wir auch geschafft. 12 Stunden Gruppenversammlung. Was müssen wir noch? Level 5 der Logikfähigkeit hier. 10 Gruppenaktivitäten ausführen. Ja, Leute, auf, dann hopp, Flotti Karotti. Wir müssen etwas stehlen, hier Plasma trinken und Vampirkräfte benutzen. Ja, dann tun wir das doch. Komm, wir müssen mal ein bisschen Vampirkräfte benutzen. Hier Sonnenlicht beschweren. Kann man nicht? Man ist sehr angespannt. Ja, dann trinkst du mal hier was. Komm, Plasmafrucht essen. Plasma trinken. Ja, das ist ja, ne? Ist das auch Plasmafrucht? Ist auch hier trinken? Uiuiui, heute geht's aber ab wieder. Manometer. Freundlich hier, freundlich sein. Gruppenaktivität hier, Fotos teilen. Wäre auch nochmal mit der Alten da. Gewitter beschweren. Du liest hier hoffentlich fleißig. Ja. Blut ist dann auch mal hier der Teilchen hier plündern. Und du hast die Berichte jetzt ausgefüllt. Nicht begonnen. Wieso habe ich das geahnt? Lila geht schon wieder. Schade. Wieso habe ich das geahnt? So, wollen wir denn wieder am Computer? Gehen wir hier zu Violet ins Zimmer. Wir müssen das jetzt machen, Mensch. Rosie, Schatzi. Komm. Auntie. So, wie weit sind wir hier? Nochmal Gruppenaktivität. Guck mal, da haben wir es. Ja, Chakalaka hier. Der Handschlag. Ein bisschen verpeilt war das schon jetzt. Gruppenaktivität. Kämpfen üben. Raha. Führender Detektiv. Der wurde ja letztes Mal hier wirklich zum Detektiv irgendwie eingeladen, weil er so einen tollen Ruf hat. Oh, Violet hat jetzt mal ein 3 freigeschalten. Kannst du denn trotzdem noch mit dem hier lernen? Dann holen wir uns das. Wo haben wir ein Bücherregal? Ich finde das wieder nicht. Nee. Hier haben wir auch eins. Guck mal, gehst du zu Mama. Etwas lesen, da kannst du jetzt schon Band 3 lesen. Hier, guck mal, den haben wir doch. Hier, Family Business. Die Bücher sind nämlich voll teuer. Aha. Ruby, immer noch am Mampfen. Brauchst ein bisschen Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Guck mal einen Film an mit dem Brand hier oder so. Die ungeschickten Schwestern. Mit Violet angucken. Nee, der hat keine Zeit. Dann machst du mit Blue was. Weil der sich doch um seine Gruppe hier kümmern muss. Mit 5 Gruppenmitgliedern über Gruppen reden. Über Gruppe Blues hier. Mit 5 Gruppenmitgliedern. Da müssen wir mit allen hier reden. Freundlich. Über Gruppen reden. Eieieiei, wo ist denn das hier mit den Gruppen reden? Das, da gibt es auch hier Gruppen, genau. Reden über Blues New Rudel hier. Und Gruppen. Gruppenklima. Klima vorgeben. Reden über Gruppe Blues Rudel. Blues New Rudel. So, machen wir das. Der Geist von Justin Trinit, Justin Goldstone. Wir müssen mal wieder auf den Friedhof gehen. Ich hoffe, er bleibt uns noch lange erhalten. Ja. Seine wunderbare Gruppe. Violet hat gelesen, dass Vampire sich tagsüber draußen aufhalten können, solange sie ein Dach über dem Kopf haben, das die stärksten Sonnenstrahlen abhält. Mhm. So, jetzt haben wir schon 3, dann brauchen wir noch 2. Oh, was ist mit dir passiert, Mensch? Oi. Der Kevin Sommer, was machst denn du hier, Mensch? Kevin Sommer, bist du auch hier Gruppenmitglied? Dann müssen wir hier reden über Gruppe hier. Machen wir mit dir das auch noch? Wer ist denn noch in der Gruppe? Die Zoe, die müssen wir auch noch mal. Wo ist denn die Zoe? Zoe, wo bist du? Zoe. Uiuiui, der wird vom Blitz getroffen, der Alte. Zoe, wo du sein denn? Zoe, da bist du doch, oder? Was macht ihr denn auf dem Klo, Mädels? So, Gruppen reden über Gruppen. Jetzt haben wir das geschafft schon. Guck mal, es geht schon automatisch.
Leitwolf bestreben, abgeschlossen. Bäm, was haben wir jetzt bekommen für ein Merkmal? Das will ich jetzt mal hier wissen. Natürliche Führungspersönlichkeit. Wow, dann können wir jetzt schon weitermachen. Das geht aber flott heute. Jetzt weiß ich wieder nicht, was tun. Serie-Romantik-Kombo. Seelenverwandte. Hab einen Freund, zwei Verabredungen gehen, erwachsen werden, verheiratet sein, Seelenverwandte. Drei Verabredungen. Komm, wir machen mal öfter hier mit Ehepartnern, so mit Rosie mehr Sachen. Ja. Ja, das machen wir. Violet, wie sieht's? Wie geht's? Wie steht's? Du musst hier noch Hausaufgaben machen. Ist egal. Das sieht aber alles toll aus hier. Wow, das gedeiht ja hier. Richtig, richtig toll. Richtig, richtig toll. Sieht das alles hier gut aus? Muss man da irgendwas jäten oder ernten oder so? Ui, das ist ja krank. Dann lernst du weiter, bitte, komm. Das Tolle ist ja, wir können ewig lernen. Wir müssen nicht schlafen. Ich hänge in erster Linie mit der Gruppe plus New Rudel ab. Da hast du das Buch wieder versteckt. Wo hast du das Buch wieder versteckt? Ich weiß doch, dass du hier wieder irgendwas hier versteckt hast. Sakrament. Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Wo bist du? Hier. Mach mal das Klo wieder sauber. Wir hätten das wieder verschissen. Immer wenn wir Freunde da haben, dann verscheißen die unser Klo. Muss man echt so direkt sagen, oder? Ist das das Buch 3? Ja, also guck mal, Daniel hat's gefunden. So. Immer diese Gäste hier. Ey! Da bist du wieder, ja. Du Armer. Ja. Wir müssen zur Verabredung gehen, das können wir heute aber nicht machen. Ruby, wie sieht's? Wie geht's? Wie steht's? Hausaufgaben schon gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Du musst aber hier. Du bist doch unser gutes Mädchen. Dreier-Oberschülerin. Erhalte eine Fähigkeit, um Level 2 zu erreichen. Das stimmt nicht so. Man muss eine Fähigkeit auf Level 2 erreichen. Ne? Dann machst du hier mal. Guck mal, Fitness ist gut. Dann kannst du mal joggen gehen. Hausaufgaben und dann joggen. Ja, weil wir müssen echt die Leistung bei dir verbessern. Das ist wirklich schlecht hier. Die Verantwortung ist auch im Keller. Empathie. Können wir noch was machen? Doktorspielzeit, ja, die Zeit ist vorbei. Konfliktlösung, emotionale Kontrolle, Manieren. Hey, wir haben sonst immer Manieren auf Maximum. Wieso hast du die Manieren so schlecht? Hier müssen wir mal Tisch decken mit Party. Nee, Burgunderrot, ganz genau. So, alle hier wieder am Lesen. Ja, das lohnt sich bei euch besonders, weil ihr ewig lebt. Damit, dann habt ihr viele, 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 viele Vorteile. Jetzt gucken wir mal, was Blue hier mit den, guck mal die Merkmale an von Blue, ist ja der Hammer. Oder ein wahrer Meister, natürliche Führungspersönlichkeit, Meistervampir abgeschlossen, Nachteule. Ich bin der Meister, Vampir, Familie bestreben, Frühaufsteher, Belohnungen-Store, schamlos, Belohnungen-Store. Also das ist wirklich mal, Blue ist hier wirklich unser Top-Sim, würde ich mal sagen. Wir haben 17.000 Punkte jetzt. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Niemals erschöpft, brauchen keinen Schlaf. Haben wir eigentlich auch. Müssen nie duschen oder baden. Ja, das müssen wir, glaube ich, noch als Vampir, oder? Hygiene. Oder ist das schon erfüllt durch ein anderes Belohnungsmerkmal? Jetzt müssen wir erstmal gucken, was man schon alles hat. Haha, Vampir-Cocktail hier entdeckt. Aber Ding hast du nicht, ne? Sauberkeitsfimmel. Hast du das über die Vampirkraftpunkte da? Das weiß ich. Geruchlosigkeit. Hygienebedürfnis sinkt nicht mehr. Ja, dann brauchen wir das uns nicht kaufen. Ja, guck mal an hier. Können wir nur weiter gucken. Was können wir uns denn holen? Geldbaum. Erneuerungstrank. Wenn du das trinkst, sitzen sie alle dann mehr. Nee, nee. Soziale Kontakte. Aber was haben wir denn noch, was bei dir sinkt? Der Durst sinkt halt. Ja klar, okay. Aber ich glaube, der Durst, können wir den mit einem Belohnungsmerkmal, zählt das für immer satt auch für das Trinken? Das weiß ich nämlich nicht. Sollen wir das mal ausprobieren? Ich meine, wir haben ja genug Kohle. Unternehmerisch, unglaublich freundlich. Jugendtrank. Brauchen wir alles nicht. Wir sind alle hier Sturmjäger.
lieben furchteinflößende Gewitterstürme. Mentor, das könnte auch passen. Die können dann unterrichten. Insta-Schlag. Wasserfest. Wachsam. Was ist wachsam? Erfahren die Merkmale schon beim ersten Treffen. Ich glaube, das haben wir auch über die, wir probieren das mal mit dem alles satt, für immer satt einlösen. Ja, mal gucken, ob das auch zählt für trinken. Ah, ich glaube, das zählt nicht, ne? Ich glaube, das zählt nicht. Haha! Probier mal das hier. Plasmafrucht essen, gucken wir mal, ob das hier irgendwann mal wieder... Doch, das sinkt noch. Also satt zählt nicht für Durst. Okay, dann haben wir Scheiß gemacht. Ja. Ich würde mal sagen, du darfst auch mal wieder deine dunkle Form verstecken. Ich würde dich gerne mal wieder so spielen, Blue. Unser sexy Hexi hier. Unser Flash. Ich würde mal sagen, du darfst auch nochmal joggen gehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Violet schläft. Ei, das Mädchen hat schläft. Wir müssen noch ein bisschen lernen. Lernen. Wo hast du dein Buch wieder versteckt? Jedes Mal suche ich das Buch. Aber du warst doch hier. Wo hast du das denn wieder hingetragen? Ei. Ist nicht im Inventar. Das wird auch langsam hier XXL. Was können wir denn noch machen? Wir gucken mal, ob du es ins Bücherregal freundlicherweise zurückgelegt hast. Ja, dann mach das. Ja, wir sind heute ein gutes Stück schon vorangekommen. Du liest auch fleißig und machst die Hausaufgaben. Super toll. Kann die Mama dir helfen noch? Hausaufgaben helfen. Mach das mal. Wieso bist du jetzt sehr verspielt? Oh Gott, albern wegen Krankheit. Ja, das muss man aber voll aufpassen. Nicht, dass die umkippt uns. Weil die können ja sterben an den Emotionen. Ich glaube, er ist sehr verspielt auch, oder? Ist das hysterisch stand und da war das hier sehr verspielt. Du armes Mäuschen, was hast du dich schon wieder angesteckt? Hat irgendjemand noch einen Gesundheitstrank hier im Inventar? Oder müssen wir einkaufen? Ja, der Blue hat nur eins. Ja, Rosie. Komm, nimm die Medizin. Also bist du doch schon wieder gesund, oder wie, oder was? Ja, dann lass es. Ja, ich muss keine Medizin nehmen. Weil das hier auch fleißig demonstrativ, dass die Mama ja auch sieht. Sehr schön, ich sehe viele, viele kleine Pluspunkte. Kannst du da mal duschen gehen? Aber nimmst du das Buch mit? Mitgenommen. Guck mal an, wir haben schon fast dann. Jetzt müssen wir noch einen Rang hier schaffen. Wow, dann haben wir das Sonnenresistenz. Dann kann es mit euch weitergehen. Das lohnt sich richtig hier. Ja, aber jetzt müssen die in die Schule. Du armes Mäuschen, bist schon wieder müde. Oh, oh. Joggen gehen. Jetzt gehst du nicht joggen. Deckst du noch den Tisch? Haben wir überhaupt eine Kaffeemaschine in diesem Haus? Doch, haben wir. Guck mal. Kaffee. Komm. Auf. Komm, lass den Tisch decken. Nimm noch schnell einen Kaffee. Muss noch reichen. Schnell. Wir werden schon wieder das Futterschlüsselchen hier geklaut. Oh, unser Creepy. Ich bin echt gespannt, wie lange der noch lebt hier. Das ist schon ewig ein alter Hund, ne? Oh, armes Creepy. Aber du bist gesund. Streicheln. Küssen. Oh, auf die Jagd schicken. Das machen wir auch nochmal. Dass sie nochmal auf die Jagd gehen. Rosie kommt gleich zu dir. Wieder geflattert. Hallo Creepy. Wir haben da einen Stein. Ein seltenes Steinchen. Da klauen wir uns. Da vom Blitz, glaube ich, ne? Vom Blitzeinschlag. Der macht manchmal hier so tolle Steinchen durch Einschläge. Müssen wir immer ein bisschen gucken. Die sehen ja toll aus. Wieso gibt es die wieder nicht im Baumodus hier? Die sind ja wirklich cool. Wow. Hab ich noch gar nicht beachtet hier. Creepy. Wo ist Creepy? Ist Creepy schon wieder weg? Creepy ist schon wieder weg. Und du, Kaffee jetzt getrunken, komm ab. Ab mit dir in die Schule. Kannst du den Kaffeebecher mitnehmen, aber nicht auf dem Tisch stehen lassen während der Aufnahme, wie in Game of Thrones hier. So. Komm, auf. Trinken.
trink doch mal. Ich mag eigentlich keinen Kaffee, weißt du? Und das kannst du jetzt noch. Mal einmal kurz schlürfen, dann geht's ab in die Schule. Bist du schlürfen? Schlürf mal dran, dass du ein bisschen Energie kriegst. Mensch. Du musst mal lila kommen und das Rudel umzustylen, oder? Ja, Violet, also Ruby, dann lass es bleiben. Dann gehst du jetzt bitte in die Schule, bevor wir da wieder Ärger kriegen. Ja. Und Blue, du darfst noch ein bisschen hier Logik hier lernen, zusammenspielen. Tu das mal. Komm in die Schule. Guck mal, sogar dein Schwesterherz ist hier schneller. Berichte ausfüllen, machst du das auch? Nee, in Foren provozieren. Ja, toll. Da, Berichte ausfüllen, Bitch, jetzt komm. Auf jetzt. Jetzt, Rosie, komm, mach jetzt, bitte. Bitte, bitte, bitte. So. Wir können da mal noch gucken, ob wir vielleicht uns das jetzt noch leisten können, dieses Blitzleser oder wie das heißt. Oder Lerner, wie war denn das? Blitzlernen, Nachteule, nachts schneller lernen, genau. Genügsam, das fällt auch nicht so schlecht, aber ich glaube, jemand hat das bei uns schon, oder? Stahlblase, unabhängig, was ist das? Weniger soziale Interaktionen. Sorglos, gelehrter. Bauen alle Fähigkeiten schneller auf. Ich bitte darum, mir. Ja. So. Yeah, die ganze Gruppe hier ist bei Blue. Ich find's toll, dass du gerade dein Liebesoutfit an mit den schwarzen Augen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute hier mit unserer Vampir-Familie. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Dankeschön dafür und bis zum nächsten Mal hier im Let's Play. Oder dann jetzt noch bei dem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß. Ciao.